unkontrolliertes Anwachsen der Weltbevölkerung würde jedes Ordnungssystem zunichte machen, das wir durchsetzen wollen. Das bedeutet, wenn sich die Weltbevölkerung nicht um rund 80% verringert, ist eine lebenswerte Zukunft für die Menschheit nicht möglich. Und womit wollt ihr das erreichen? Der Pfad der Gerechten ist zu beiden Seiten gesäumt mit Freveleien der Selbstsüchtigen und der Tyrannei böser Männer. Gesegnet sei der, der im Namen der Barmherzigkeit und des guten Willens die Schwachen durch das Tal der Dunkelheit geleitet. Denn er ist der wahre Hüter seines Bruders und der Retter der verlorenen Kinder. Ich hoffe nur, er hört das. Wir kämpfen schon so lange und wir haben alle schon so vieles und so viele verloren. Aber ihr seid nicht allein. Widerstandszellen gibt es auf dem ganzen Planeten. Wir stehen am Abgrund. Neue Wege, uns zu töten. Das Wichtigste ist, dass ihr am Leben bleibt. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie wichtig ihr seid und wie wichtig ihr noch sein werdet. Wenn ihr das hört, dann gehört ihr zum Widerstand. Terrorist, Terrorist, Terrorist. Instruments of Terror. Terror Network. Terror cells. Terrorists. Terrorizing terror and murder. Terrorists. 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 Es ist das gleiche alte Lied, es ist nur anders verpackt. In derselben Sprache mit dem gleichen Beigeschmack. Diesem Wunsch nach Freiheit, dem alten Wunsch nach Frieden. Der Wunsch nach Liebe ist geblieben. Die Welt schreit danach, sie weint und klagt. Und bei all dem Gerede haben sie versagt. Es ist das gleiche Lied, es ist der gleiche Krieg. Es sind dieselben alten Lügen, ist dasselbe Prinzip. Es ist dasselbe Problem, sie sollten sich schämen. Alle haben zugeschaut und doch nichts gesehen. Es ist dasselbe Problem, dass sie die Fakten verdrehen. Es wundert mich nicht, dass wir gar nichts verstehen. Es ist das gleiche alte Lied, es gibt keinen Unterschied. Es wird es immer geben, solange es Kriege gibt. Solange der Mensch nicht umdenkt, solange Blut fließt, solange der Mensch tötet und mit dem Leben spielt. Nur Liebe macht den Unterschied, deswegen singe ich dieses Lied. Ich hab nichts zu verlieren, was es gar nicht gibt. Nur Liebe macht den Unterschied, deswegen singe ich dieses Lied. Es gibt nichts zu verlieren, das es gar nicht gibt. Doch wenn sie über mich lachen, oh, was ändert das schon in dieser Welt voller Lügen, voller Manipulation. Ich geb alles, was ich hab, oh, jedes Wort, jeden Ton. Und ein unscheinbarer Bach wird schnell zum reißenden Strom. Ich hab nichts zu verlieren, denn nichts ist für die Ewigkeit. Das Beständigste am Leben ist die Unbeständigkeit, was auch immer Menschen bauen. Nichts davon bleibt, was kommt, das geht, ist nur eine Frage der Zeit. Deswegen hab ich keine Angst und fürchte mich nicht, wenn man über mich lacht und schlecht über mich spricht. Ich tu, was ich tu, ich bin, wer ich bin. Suchen sie nach dem Ruhm, such ich nach dem Sinn. Millionen Wege führen zum Tod, nur einer führt zum Leben. Wollen wir die Welt heilen, müssen wir lernen zu vergeben. Millionen Wege führen zum Tod, nur einer führt zum Leben. Also lass uns lieben, auch wenn sie über mich lachen. Nur was ändert das schon, denn jeder kriegt für seine Arbeit irgendwann den Lohn. Was auch immer Menschen sagen, nichts davon bleibt, auch wenn der Berg von Lügen bis an den Himmel reicht. Drum hab ich keine Angst und schäme mich nicht zu sagen, was ich sag, auch wenn man schlecht über mich spricht. Und ich hab keine Angst zu sprechen, das ist mein Recht. Denn so oft wurden und werden Menschenrechte verletzt, unsere Freiheit geraubt am Rand der Existenz. So wird, was sie nicht passt, einfach ausgegrenzt, weggesperrt und vernichtet. Und sie sehen dabei zu, ich kann dabei nicht schlafen, zu groß ist die Wut, wir wissen alle, was geschieht. Doch keiner hat den Mut, endlich aufzustehen, um etwas zu tun. What they say? I was running for press. No, no, I voted. No, what they say? You switched the I switched. Yeah. What do you make of all the fake news? Did it affect?
If you don't read the newspaper, you're uninformed. If you do read it, you're misinformed. So what do you do? That's a great question. What is the long-term effect of too much information? One of the effects is the need to be first, not even to be true anymore. So what a responsibility you all have to tell the truth, not just to be first, but to tell the truth. We live in a society now where it's just first. Who cares? Get it out there. We don't care who it hurts. We don't care who we destroy. We don't care if it's true. Just say it. Sell it. Der Umbau auf der Bühne ist in vollem Gange. Päpste, die zurücktreten müssen, weil sie eine Anzeige wegen rituellem Kindermord erhalten haben. Banker, die sich im Wochentakt aus Hotels auf die Straße stürzen. Politiker, die ihre Klapprechner samt Kinderpornodateien in der Eisenbahn vergessen haben. Und eine Angela Merkel, die für die Politik der Vereinigten Staaten arbeitet. Alles Dinge, die Sie jetzt in den Lizenzmedien hören, sehen und lesen dürfen. Ja, in einer neuen Weltordnung braucht man diese nützlichen Idioten nicht mehr. Da gibt es dann einen Monarch und wir dürfen alle wieder jubeln. Wenn einer von euch ernsthaft denkt, dass das Kapitol uns jemals fair behandelt, dann belügt er sich selbst. Wir wissen, wer die sind und was sie tun. Hier! Seht ihr, was sie tun? Und es wird Zeit, dass wir uns wehren! Wir zerstören ihre Heimatländer. Wir bringen sie in ihren Heimatländern um, ohne dass wir uns die Finger schmutzig machen. Wir beuten sie aus für unseren Reichtum. Wir lassen sie arbeiten für Hungerlöhne. Serving in the Army, in the Marines, in the Air Force, in the Navy, that you have the absolute right to refuse to take part in these criminal wars, and that's a right that all of you should exercise. You have no reason to go put your life on the line and kill and die for profit. We've been to Iraq, we've been to Afghanistan, and we know what these wars are really about. And we joined the military for many reasons, because we need a college education, because we need a job, because we need health care. And then we joined the military, and they tell us that our enemies are poor people in caves in Afghanistan or poor people in the deserts of Iraq. But we've been to those countries and we know that our enemies are not other poor people abroad. Our enemies are the people that laid us off from our jobs, that denied us health care, that make it impossible to get an education. Our enemies are not in the poorest countries on the planet, but right here in the richest one. Now these wars, the occupations of Iraq and Afghanistan alone are costing over $700 million every single day. This is a crime every single day. And the vast majority of people in this country would agree that we can spend $700 million a day better than bombing people that we have no reason to bomb. We can spend $700 million a day rebuilding those countries we've destroyed. We can spend $700 million a day caring for the veterans we get home when they get home, and then we can spend $700 million a day giving every single person health care, a college education, a job, and a livelihood, and a home. That's who we need to be spending our money on. But this government is not going to do that. They're not going to use the money in that way. They're not going to end the wars. And they're not going to do it because it's not our government. It's their government. It's the government of the rich. It's the government of Wall Street, of the oil giants, of the defense contractors. It's their government, and the only language that they understand is shutting down business as usual. And that's what we're doing here today, and we're going to continue to do until these wars are over. Well, it's crystal clear now that these wars are going to continue and expand and go into other countries. That is the trend. That is what we know, that there is perpetual war, and it's only going to stop if the people stand up and stop it. And that's what we're going to do, sisters and brothers. And organization, what do we do? Well, I'll tell you what we do. It's simple. We fight. We fight and we fight and we fight, and we shut down our workplaces. We shut down our schools. We shut down the streets. We shut down business as usual. And we fight until we force the people in there to do what the people out here want. Because that's how we're going to get around. And we're going to fight until there's not one more bomb drop, not
brutally slaughtered, not one more day of U.S. imperialism. So let's fight to make that happen. We can do it today, and then the days ahead, we have to fight to end these wars and create a better world, sisters and brothers. So join us in that fight. Thanks. Hör zu. Die Welt, in die du geraten bist, ist eine Welt, in die nur wenige Menschen Einblick haben und du hast jetzt hinter den Vorhang gesehen. Hier geht's nicht um Kugeln, Bomben, Grenzen oder Territorien. Die Währung dieses Krieges sind Informationen. Ich bin ein Systemfeind, Systemfeind, Systemfeind. Auch du bist ein Systemfeind, Systemfeind, Systemfeind. Und sag mir wer, 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 wenn nicht wir, wir, und sag mir wo, wenn nicht hier, wenn nicht hier, hier. Ich bin ein Systemfeind, Systemfeind, Systemfeind. Auch du bist ein Systemfeind, Systemfeind, Systemfeind. Und sag mir wann, 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 wenn nicht jetzt. Meine Waffen sind die Stimme, die Gedanken, meine Tracks. Ich bin ein Systemfeind, denn ich bin genauso wie du. Wir sehen, was um uns passiert, aber schauen nicht zu. In uns staut sich die Wut, weil man jemanden wie Jungs bekämpft. Er redet und sein Mund nicht hält beim Elend hier in unserer Welt. Die Augen nicht zu, das Herz offen, der Verstand befreit von all dem Scheiß, der unsere Gesellschaft in die Schranken weist. Wir reihen uns nicht einfach leise schweigend bei den scharfen Meinen. Wir sagen nein, deswegen sind wir für den Staat der Feind. Das Gift für das kalte System, das sich mit Gewalt auferhebt und mit Propaganda besteht, berichtet in H und 3D. Doch wir sind der Wald, der hier steht, der nicht einfach klanglos und widerstandlos den Bach runtergeht. Mit Wissen als Waffensystem, Wahrheiten als Kugeln der heranreifenden Jugend, die Profit nicht als Maximum sehen und Zweifel als Tugend. Für die Freiheit der Zukunft trete ich ein für echten Frieden und das macht mich zu dem Feind der Pyramiden. Ich bin ein Systemfeind, Systemfeind, Systemfeind. Auch du bist ein Systemfeind, Systemfeind, Systemfeind. Und sag mir, wer soll was ändern, wenn nicht wir? Sag mir, wo soll sich was ändern, wenn nicht hier? Wenn nicht hier. Ich bin ein Systemfeind, Systemfeind, Systemfeind. Auch du bist ein Systemfeind, Systemfeind, Systemfeind. Und sag mir, wann soll sich was ändern, wenn nicht jetzt? Meine Waffen sind die Stimme, die Gedanken, meine Tracks. Wir sind Systemfeinde, weil wir gehen und nicht stehen bleiben. Und weil wir anderen diesen Weg zeigen, wir sind Systemfeinde. Und wie damals in der Unterzahl, solange mein Herz noch pumpen kann, ganz bestimmt kein Untertan. Guten Tag, ich bin ein ganz normaler Junge, der für seine Freiheit kämpft mit jedem Atem seiner Lunge. Jeder Faser seiner Muskeln bis zum Grab in meiner Urne. Die Musik ist wie eine Bombe, ich entfache diese Lunte. Wir sehen klar jeden Tag das System, das hier entsteht, getan als philanthroper Weg für den Planeten. War von Anfang an ein ekelhafter Lebensplan, der jeden und auch Babys schon als Gegner sah, gemahlen von verdrehten Eugenikern. Auf dem Weg in das New Age, Elend ihres Knebelstaats, im Medienwahn der seelenkargen Gegenwart. Doch es gibt welche, die dagegen kämpfen, täglich kämpfen, seht es und versteht es endlich. Ich bin ein Systemfeind, Systemfeind, Systemfeind. Auch du bist ein Systemfeind, Systemfeind, Systemfeind. Und sag mir, wer soll was ändern, wenn nicht wir? Sag mir, wo soll sich was ändern, wenn nicht hier? Wenn nicht hier. Ich bin ein Systemfeind, Systemfeind, Systemfeind. Auch du bist ein Systemfeind, Systemfeind, Systemfeind. Und sag mir, wann soll sich was ändern, wenn nicht jetzt? Meine Waffen sind die Stimme, die Gedanken, meine Tracks. Ich fühl mich wie kurz vor der Machtergreifung der Nazis. Die ganzen Zeichen sind da, doch die Masse peilt wieder gar nichts. Alles voll deinem Plan, bis er dann in der Praxis da ist. Und alle warten lethargisch, sehen nicht, was real ist. Was die Geschichte uns zeigt, dass sie uns nichts mehr beigebracht hat, weil der Sieger sie verfasst hat und schon wieder heißt es Schachmatt. Und ich will später nicht gelten als einer von wenigen Menschen, die was taten, um dagegen zu kämpfen, während die Mengen blind irgendeinem Führer nachlaufen, dem sie aus beiden Händen fressen und die Lügen abkaufen. Ich fühle da draußen, gibt es viele wie mich, die kämpfen, dass es nach dem Dritten Reich kein Viertes mehr gibt. Ich bin ein Systemfeind, Systemfeind, Systemfeind. Auch du bist ein Systemfeind, Systemfeind, Systemfeind. Und sag mir, wer soll was ändern, wenn nicht wir? Sag mir, wo soll sich was ändern, wenn nicht hier? Wenn nicht hier. Ich bin ein Systemfeind, Systemfeind, Systemfeind. Auch du bist ein Systemfeind, Systemfeind, Systemfeind. Und sag mir, wann soll sich was ändern, wenn nicht jetzt? Meine Waffen sind die Stimme, die Gedanken, meine Tracks.